Und damit moin, liebe Wölfe, zur neuen Weekly Wolves. Eine englische Woche steht an. Nach der Niederlage in Frankfurt kommt am Samstag der FC Bayern München hier in die Volkswagen Arena. Und in der Woche gastieren wir dann beim VfB Stuttgart. Heißt auch mächtig viele Fakten. Und jetzt wisst ihr auch, was kommt. Mike, hau raus, Trainer rein und ab dafür. Danke Felix und ja, so ist es. Die nächste englische Woche steht quasi schon direkt vor der Tür und als erstes bekommen es unsere Jungs mit dem Trippelsieger aus München zu tun. Für die Bayern begann die Woche mit einem herben Rückschlag. In der UEFA Champions League gewannen sie zwar mit 1:0 bei Paris Saint-Germain, aber durch die 3:2 Niederlage im Hinspiel reichte das Ergebnis nicht zum Weiterkommen. Und deshalb ist der Traum von der Titelverteidigung geplatzt. Anders sieht's da in der Liga aus. Hier führen sie die Tabelle souverän mit 65 Punkten und insgesamt 5 Punkten Vorsprung vor RB Leipzig an. Im Hinspiel hielten unsere Wölfe lange gut dagegen. Maximilian Philipp brachte uns mit 1:0 in Führung, ehe, ja wie sollte es auch anders sein, Robert Lewandowski das Spiel mit 2 Toren drehte. Aber eben jener Robert Lewandowski fehlt am Samstag. Ein Vorteil. Ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, denn Bayern München hat eine Top-Mannschaft mit wirklich sehr, sehr vielen individuellen Top-Spielern, das muss man sagen. Das heißt, sie können das sehr gut kompensieren, wenn jemand ausfällt. Wir wissen, dass es eine große Herausforderung ist, nicht nur gegen Bayern München, sondern auch die kommenden Aufgaben allgemein. Trotz alledem haben wir eine sehr gute Ausgangsposition im Moment, die wir uns aufgrund guter Leistungen verschafft haben. Und genau deshalb möchte ich, dass unsere Mannschaft sehr selbstbewusst auftritt, mutig auftritt, versucht, unser Spiel durchzudrücken, auch wenn es gegen eine der besten Mannschaften der Welt geht. Aber wir freuen uns auf diese Herausforderung. Genauso gehen wir dieses Spiel auch an. Wir sehen es nämlich als Chance und große Herausforderung. Nach der Partie dann am Samstag gegen die Bayern müssen unsere Jungs in der englischen Woche dann ins Schwabenländle. Gegner ist der VfB Stuttgart und erinnern wir uns an das Hinspiel zurück, können wir auch diesmal eine extrem enge Partie erwarten. Anstoß gegen den VfB ist dann am Mittwoch um 20.30 Uhr. Wir haben die Länderspielpause bei unseren Wölfen genutzt, um uns mal mit Pauline Bremer zu unterhalten. Die arbeitet mit Hochdruck an ihrem Comeback. Und wie läuft's so, Pauline? Sehr gut, danke. Ich bin seit letzter Woche wieder im Lauftraining und das Knie macht sehr gut mit. Keine Probleme, keine Schmerzen und ich muss jetzt fleißig an meiner Fitness arbeiten und hoffe, dass es weiter so gut planmäßig verläuft. Und wie schaut so der Alltag in der Reha aus? Also ich habe immer fleißig Reha von Montag bis Freitag und arbeite vor allem im Kraftraum, also an der am Muskelaufbau und aber auch jetzt eben draußen beim Laufen an der Fitness und hoffe, dass ich dann Schritt für Schritt dann wieder an den Ball gehen kann und immer mehr belasten kann. Aber bei allem, was gut ist, im letzten Teamcheck haben wir erfahren, ja, wir hatten heute Frühtraining. Die Reha-Gruppe steht regelmäßig um 8 auf der Matte. Oh, das würde ich sagen, bin ich selber. Und Pauli ist jetzt neu dazugekommen. Ihre erste Morgeneinheit und ich habe ihre Augen gesucht. Also die war nicht, die war zwar körperlich anwesend, hat aber schon rumgeschimpft. Oh, immer um 8? Ich bin kein Morgenmensch. Also wie meistert sie das doch noch frühere Aufstehen in der Reha-Zeit? Ja, besser. Also die Reha-Zeit war tatsächlich immer sehr früh, aber ich habe Oma auch schon gesagt, dass es nicht ganz meine Uhrzeit ist und deswegen hat er sich da auch schon ein bisschen angepasst. Wir drücken dir, liebe Pauli, weiterhin fest die Daumen, dass du bald wieder auf dem Fußballplatz stehen kannst. Aber da war doch noch was. Willkommen zurück in Freiheit, Svenny. Feli Rauch wurde bei der Nationalmannschaft zunächst positiv auf das Coronavirus getestet. Alle weiteren Tests waren daraufhin aber negativ und somit durfte sie die Zwangsquarantäne wieder verlassen. Gleiches gilt auch für das Trio Sarah Dorsun, Lena Oberdorf und Svenja Huth. Allesamt werden am kommenden Wochenende im Spiel gegen Freiburg zur Verfügung stehen.
Unsere Wölfin am Sonntag gegen den SC Freiburg. Unsere Wölfe am Samstag bereits gegen den FC Bayern München. Und dann folgt Schlag auf Schlag auch die englische Woche mit dem Spiel unserer Männer beim VfB Stuttgart. Die Daumen sind fest gedrückt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie die Wölfinnen spielen, wie die Wölfe spielen. Und bleibt vor allem eins, gesund und munter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuschauen und sagt bis bald, euer Felix.